Ich bin sehr, sehr glücklich und gerade ehrlich gesagt auch überwältigt. Ich bin einfach stolz auf meine Mädels. Wir haben es sehr gut gemeistert, dass es so souverän wird, hätte glaube ich keiner gedacht. Krönung einer herausragenden Saison. Im zweiten Spiel der Meisterschaftsserie setzen sich die Wasserfreundinnen Spandau 04 gegen den SV Bayer Uerdingen durch und werden zum vierten Mal in Folge deutscher Meister. Honestly, it's such a good feeling. We've worked really hard for this, so to win the series in two today and also like quite convincingly is just the best feeling. Dass die Spandauerinnen heiß auf den Titel sind, zeigen sie von der ersten Sekunde an. Sie demonstrieren eindrucksvoll ihre Stärken, Teamgeist, Unberechenbarkeit und Willenskraft. Und auf einmal beginnt ein echtes Torfestival. Egal, wer für die Wasserfreundinnen abschließt, der Ball landet immer im Bayern. Mal ist es die Torjägerin Amazon Houghton, dann wieder Ira Deike und Isabel Riley. Besser kann man es nicht machen, ein Spiel für die Geschichtsbücher. Denn bis zur Halbzeit bauen die Damen von Markus Stamm ihre Führung auf 12:0 aus. Eigentlich unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass die Gäste die Berlinerinnen als einzige Mannschaft in der Vorrunde besiegen konnten. Wir haben uns nicht konzentriert im Spiel, wir haben unsere Chancen nicht genutzt, wir haben zu einfache Tore kassiert. Und wenn man in dem Moment halt anfangs zu schwach anfängt, dann nutzt halt Spandau ihre Chancen. Nach dem Seitenwechsel schalten die Spandauerinnen einen Gang runter. Werden die Bayer-Damen jetzt etwa ein Comeback starten? Die Antwort, ja. Denn da ist der erste Treffer durch Franka Lipinski. Ihre Tapferkeit soll sich weiter auszahlen. Zwischenzeitlich können sie auf 4:14 aus Uerdinger Sicht verkürzen. Doch dann sind wieder die Berlinerinnen mit schnellen Spielzügen und geblockten Abwehraktionen an der Reihe. Die letzten Sekunden laufen, nun ist es soweit. Auf der Anzeigetafel glänzt ein 14:5 Erfolg für die Wasserfreundinnen Spandau 04. Nach den Männern können sich also auch die Damen zum deutschen Meister küren lassen. Herzlichen Glückwunsch! Mir bedeutet es super viel, weil es mein letztes Spiel für Spandau war und ich aufhören werde. Und deswegen bedeutet es mir sehr viel, die drei Titel nochmal mitgenommen zu haben. Und wie kann diese überragende Titelausbeute belohnt werden? Na klar, mit der Teilnahme am höchsten europäischen Wettbewerbsformat der Champions League. Doch nicht nur dort wollen die Spandauerinnen auftrumpfen. Man möchte sich ja immer verbessern. Und da das Format ein bisschen geändert wurde, hoffen wir, dass wir in der Champions League in der ersten Phase ganz gut bestehen können. Ansonsten wollen wir es ein bisschen weiter schaffen in der Euroleague. Jetzt haben die Damen aber erstmal Zeit, die aufregende Saison Revue passieren zu lassen, im Urlaub neue Energie zu tanken und natürlich das Triple ausgiebig zu feiern.